Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Donner und Reuschel technische Analyse hier auf YouTube. Und ich freue mich ganz herzlich, dass ich heute einen lieben Kollegen dabei habe, der zwar nicht aus der technischen Analyse kommt, aber gerade bei dem heutigen Thema Gold und Silber einiges beitragen kann, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe. Das ist Carsten Mumm, unser Chefvolkswirt von Donner und Reuschel. Hallo Carsten, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Hallo Martin, freue mich dabei zu sein. Ja, sehr schön. Ja, Carsten, das Gold, fangen wir doch mal bei dem großen Bruder an. Das Gold bereitet seit, sage ich mal, August, September letzten Jahres ein bisschen graue Falten oder graue Haare und Kopfzerbrechen und Stirnfalten. Wie siehst du im Moment das Gold und was kannst du da perspektivisch dazu sagen, vielleicht auch im Hinblick auf die aufkeimenden Inflationssorgen, die wir ja global sehen? Ja, man muss ganz eindeutig sagen, dass Gold wie auch alle anderen Anlageklassen ja extrem hin und her gewühlt wurde im letzten Jahr, muss man sagen. Also die Corona-Pandemie hat auch ihre tiefen Spuren bei Gold hinterlassen. Das kann man am Kurs erkennen auf der einen Seite, das kann man aber auch erkennen, wenn man sich Angebots- und Nachfragekomponenten anschaut. Das Angebot ist leicht zurückgegangen im letzten Jahr. Das hängt auch mit Lockdown-Maßnahmen zusammen, weil eben teilweise die Produktionskapazitäten runtergefahren werden mussten. Aber vor allen Dingen auf der Nachfrageseite hat es auch extreme Verwerfungen gegeben. Auf der einen Seite ist die traditionell wichtigste Nachfragekomponente die Schmuckindustrie. Von der Seite ist die Nachfrage deutlich eingebrochen, etwa 34% im letzten Jahr. Das hatte auch die Hintergründe eben, dass Shutdowns implementiert wurden, Lieferketten zusammengebrochen sind, Läden geschlossen hatten oder ganz einfach auch wegen der globalen Rezession eben weniger Schmuck nachgefragt wurde. Auf der anderen Seite gab es aber auch eine Komponente, die förmlich explodiert ist auf der Nachfrageseite, und das war die Nachfrage nach Investments, also Gold als unter Investmentgesichtspunkten. In Deutschland vor allen Dingen Barren und physisches Gold. Das hat ja dazu geführt, dass im letzten Jahr teilweise physisches Gold nahezu ausverkauft war. Und auf internationaler Ebene vor allen Dingen verbrieftes Gold in Form von Goldzertifikaten oder eben Goldfonds. Also das hat alles dann auch zu deutlichen Turbulenzen geführt. Und offensichtlich war es so, dass im ersten Halbjahr letzten Jahres vor allen Dingen eben die Nachfrage aus Absicherungsgesichtspunkten nach Investment Gold überwogen hat und im zweiten Verlauf des Jahres 2020 dann vor allen Dingen die nachgebende Nachfrage nach Gold aus dieser Schmuckindustrie heraus. In den letzten Monaten oder seit Jahresbeginn gab es dann nochmal einige Belastungsfaktoren, die sicherlich den Goldpreis nochmal gedrückt haben. Das waren vor allen Dingen die teilweise steigenden Zinsen bei US-Dollar-Staatsanleihen beispielsweise oder auch bei Euro-Staatsanleihen. Dadurch hat es ein bisschen mehr Opportunitätsanlage auf der Zinsseite gegeben. Und zum anderen ist seit Jahresbeginn eben der Dollar auch relativ festgelaufen, hat also aufgewertet. Und das bedeutet für alle Nicht-Dollar-Anleger, die Gold kaufen wollen, dann nicht nur einen höheren Goldpreis, sondern eben über einen teureren Dollar auch nochmal einen höheren Preis. Und das geht oftmals dann einher mit einem fallenden Goldpreis. Zu den Perspektiven hast du ein wichtiges Stichwort schon gesagt. Wir befinden uns natürlich nach wie vor in wirklich unsicheren Zeiten, nicht nur wegen der Corona-Pandemie, sondern weil wir insbesondere auch seit den letzten 12 Monaten wegen der fiskalischen Hilfsprogramme, die implementiert wurden weltweit, explodierende Staatsschulden sehen. Wir werden trotzdem generell ein Niedrig- bis Nullzinsniveau beibehalten. Dazu haben die Notenbanken sich entsprechend ganz klar geäußert. Und wir werden tendenziell aber eine steigende Inflation sehen, in diesem Jahr ziemlich deutlich, möglicherweise auch in den nächsten Jahren noch erhöht. Und das dürfte insgesamt dazu führen, dass die Goldnachfrage doch hoch bleibt und das Gold auch als Diversifikationsinstrument in einem breit gestreuten Portfolio weiter gefragt wird. Und demzufolge haben wir unsere ursprüngliche Goldpreisprognose für den Verlauf des Jahres von 2200 US-Dollar nach unten genommen auf 2000 US-Dollar, aber es überwiegen ganz klar die positiven Perspektiven. Ja, wunderbar, vielen Dank. Du hast es angesprochen, ich zeige das auch vielleicht auch gleich mal am Chart. Kurzfristig haben wir natürlich, es dauert jetzt einen kleinen Moment, bis sich der Chart dann öffnet. So. Jetzt. Ja, da haben wir den Goldchart. Das ist das, was Carsten Mumm gesagt hat, auf einen Blick nochmal hier dargelegt. Im August kam der große Einbruch, aber der schleichende Einbruch. Und im Moment haben wir seit Anfang des Jahres hier eine Verschärfung.
Sie sehen das hier an meinem Mauspfeil, hier eine Verschärfung dieser Situation und eine Verschärfung des Abwärtstrends gesehen. Aber wir sehen im Moment auch eine leichte Stabilisierung in dieser Abwärtsbewegung. Das hängt auch damit zusammen, dass die Renditen der US-Treasuries wieder sich verändert haben und auch das auch in Deutschland, also die Bundrenditen. Das bedeutet, dass man hier im Moment auch im Gold wieder Potenzial sieht. Im Moment hat man noch nicht so das Vertrauen, das sieht man auch an den markttechnischen Indikatoren, dass es vielleicht kurzfristig gelingen kann, wieder Richtung 2000 oder vielleicht sogar höher zu gehen. Aber im Moment ist es so, dass wir uns hier im oberen Drittel der Abwärtsbewegung befinden. Und da muss man jetzt natürlich auch etwas vorsichtig sein, denn das hatten wir ja auch in der jüngsten Vergangenheit eben auch schon mal. Und Sie sehen hier auch wieder, und das ist ja auch so ein Spruch aus der technischen Analyse, der Trend ist so lange intakt, bis er eben bricht. Und deswegen sollte man jetzt, wenn man Gold kurzfristig, ich sage es mal, nicht traden will, beziehungsweise wenn man kurzfristig mit Gold vielleicht Geld verdienen möchte, sollte man abwarten, bis dieser Abwärtstrend gebrochen ist. Denn hier verläuft auch, Sie sehen das ganz schön hier, die 38er-Tage-Linie. Also man sieht ganz klar, Markttechnik und Charttechnik sprechen im Moment eine Sprache, die heißt, noch sind wir abwärts gerichtet. Ich betone hier auf noch. Warte doch lieber mal ab. Ist man allerdings perspektivisch unterwegs und sagt, Gold ist immer eine gute Beimischung, wie es Carsten Mumm gerade gesagt hat, fürs Depot, für die Allokation, dann sehen wir natürlich aus der langfristigen Perspektive bei den langfristigen Indikatoren hier eine Art Bodenbildung, also wirklich eine Stabilisierung im Moment. Und auch hier kann man aus technischer, also markttechnischer und charttechnischer Sicht sagen, dass die nächsten Etappenziele, ich sage mal 1786, 1819, wie komme ich auf diese Marken? Das sind hier diese Fibonacci-Retracements, durchaus relativ schnell angelaufen werden können, wenn wir diesen Abwärtstrend hier verlassen. Im Moment sind wir noch drin. Allerdings perspektivisch gehe ich da auch einher mit meinem Kollegen. Wir haben hier auch aus technischer Sicht die Chance, dass wir wieder Richtung 2000 marschieren. Sie sehen hier das Fibonacci Retracement bei 1961, ist also fast punktgenau. Wenn man es genau nimmt, natürlich 40 Dollar unter diesem Ziel. Aber auch hier sehen wir beim Gold, dass es hier wieder langfristig nach oben gehen kann. Kurzfristig sollte man nicht sich zu viel erhoffen. Aber solange oder wenn wir den Abwärtstrend verlassen, dann haben wir gute Chancen, dass wir uns hier im wahrsten Sinne des Wortes Step by Step wieder nach oben entwickeln. Ja, Carsten, ich beende mal oder ich komme mal wieder zurück zu uns beiden. Jetzt müssten wir uns beide wieder groß sein. Gold ist ja nur das eine, die eine Seite der Medaille, hätte ich jetzt fast gesagt, aber der große Bruder in diesem Rohstoffpaar oder in diesem Edelmetallpaar. Silber hat nicht zuletzt durch den Hype vor ein paar Wochen und der Kaufpanik schon fast Richtung 30 US-Dollar für Furore gesorgt, wurde fast schon ein bisschen als Spekulationsobjekt missbraucht, ähnlich wie am Aktienmarkt die GameStop. Wie siehst du denn aus fundamentaler Sicht den kleinen Bruder der beiden? Ja, beim Silber haben sich ähnliche Entwicklungen ergeben wie beim Gold, wenn wir die Nachfrageseite anschauen im letzten Jahr, also sprich die Nachfrage aus der Schmuckindustrie ist deutlich zurückgegangen, oder demgegenüber ist die Nachfrage unter Investmentgesichtspunkten deutlich gestiegen. Traditionellerweise ist es so, oder im historischen Vergleich ist es oftmals so, dass in einer Goldhosse, also wenn Gold sehr, sehr deutlich nach oben geht, Silber sehr viel stärker noch ansteigt. Das ist das, was wir sicherlich auch dann im ersten Halbjahr 2020 gesehen haben. Also wenn Gold deutlich nach oben läuft, dann läuft Silber oftmals überproportional stark nach oben. Und genauso ist es jetzt auch in der Konsolidierung gewesen. Silber hat noch ein bisschen mehr verloren. Grundsätzlich sprechen jetzt perspektivisch, wenn wir nach vorne schauen, die gleichen Aspekte wie für Gold auch für Silber. Also sprich, eine wirtschaftliche Erholung dürfte dafür sorgen, dass die Nachfrage aus der Schmuckindustrie wieder nach oben läuft. Auch ja, die Unsicherheitsfaktoren, die ich genannt habe, explodierende Staatsschulden, niedrige Zinsen, steigende Inflation, spricht allgemein für Edelmetallinvestments und damit auch für das Silber. Aber beim Silber haben wir zumindest perspektivisch, also mittel- bis langfristig betrachtet, noch eine wichtige Komponente, die es so beim Gold nicht gibt. Und zwar ist Silber ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil für die Energiewende,
die weltweit ja immer mehr auf die Agenda kommt. In Deutschland seit einigen Jahren, in den USA ist es ja aber erklärtes Ziel von dem neuen US-Präsidenten Joe Biden, auch viel, viel mehr noch auf die neuen Energien zu setzen, weniger auf fossile Energien. Und vor allen Dingen, wenn wir die Solarpanels anschauen, also die Solarenergie, da ist Silber einer der wichtigen Bestandteile oder wichtigsten Produktionsbestandteile eben für diese Panels. Und darum gehe ich davon aus, dass das eine strukturell wirklich langfristig wirkende positive Nachfragekomponente ist, die den Silberpreis in den nächsten Jahren, muss man eigentlich sagen, zumindest deutlich unterstützen sollte. Ja, unter charttechnischen Gesichtspunkten sieht es beim Silber noch ein bisschen kritischer aus, oder Martin? Ja, ganz genau, Carsten. Jetzt hatte ich schon Angst, du nimmst mir meinen Part. Ich gehe auch noch mal kurz auf die Präsentation. Kleinen Moment, wir haben hier noch den großen Bruder. Wir gehen jetzt auf den kleinen Bruder. Und genau wie du gesagt hast, Carsten, das sieht ein bisschen kritischer aus. Beim Gold ist zwar ein intakter Abwärtstrend zu sehen, den wir gerade angesprochen haben, aber beim Silber ist es so, dass wir den Aufwärtstrend, den doppelten Boden eigentlich verlassen haben. Man kann das wirklich so sehen. Also das Silber ist gerade durch den doppelten Boden gebrochen. Hier einmal durch diese Linie und davor durch diese Linie und hält sich jetzt am dritten Boden quasi fest an dieser 200-Tage-Linie. Und das ist eben auch die Komponente, die wir gerade haben. Wir sehen hier diese 200-Tage-Linie und gleichzeitig auch eben diese Fibonacci-Linie bei 24,58, also bei knapp 24,60 als ganz, ganz wichtiges, richtungsweisendes Signal im Moment. Und da heißt es jetzt im Moment abwarten. Die Indikatoren zeugen zwar davon, dass der kurzfristige Abverkauf wohl jetzt zu einer überverkauften Situation geführt hat, dass das Gold jetzt kurzfristig wohl einen Boden finden könnte. Aber ähnlich wie beim Gold, als ich gesagt habe, der Trend ist erst gebrochen, wenn er gebrochen ist, so komisch, wie sich das anhört. Wir können auch erst bei Silber aus kurzfristigen Gesichtspunkten sagen, die Bodenbildung ist da, wenn wir diese 24,58 auch wirklich nachhaltig halten. Das ist die kurzfristige Komponente. Mittel- bis langfristig sehen wir auch aus Chart- und markttechnischen Gesichtspunkten da wirklich gute Tendenzen, was das Silber anbelangt. Und Carsten, du hast es gerade erwähnt, Silber ist auch etwas volatiler. Das heißt, die Ausschläge beim Silber sind immer mit einem gewissen Hebel zu Gold versehen. Und wir können auch hier, und das haben wir auch in den letzten Wochen und Monaten gesehen, wenn die beiden sich wieder in eine Aufwärtsstruktur reinbewegen, in einen nachhaltigen Move nach oben, dann wird auch das Silber sicherlich wenn das Gold vielleicht im zweiten oder dritten Gang unterwegs ist, dann wird das Silber im vierten Gang unterwegs sein. Und deswegen haben Sie Geduld, liebe Zuseherinnen und Zuseher, haben Sie, auch wenn es manchmal in den Finger juckt und man sich denkt, na, eigentlich müsste das Ganze doch jetzt wieder steigen, wir haben doch ja Gefahr eines weiteren oder sich verschärfenden oder ausufernden Lockdowns, die Corona-Frage ist noch nicht final geklärt, die Inflationssorgen sind zurück, jetzt muss ich doch Gold und Silber kaufen. Wenn Sie ähnlich oder gleich eigentlich wie beim Gold, wenn Sie perspektivisch unterwegs sind, ja, dann ist Silber und Gold gehört in jedes Depot. Haben Sie allerdings einen kurz- bis mittelfristigen View oder einen kurz- bis mittelfristigen Anlagehorizont, dann würde ich Ihnen raten, abzuwarten, zum einen, bis das Gold den Ausbruch geschafft hat und zum anderen, bis sich beim Silber die Bodenbildung auch nachhaltig bestätigt hat. Es sieht sehr gut danach aus. Sie sehen das auch unten hier. Das Momentum nähert sich gerade wieder der Nulllinie an. Die Stochastik nähert sich in den überverkauften Bereich. Aber der MACD als unser Trendfolgeindikator, der lässt sich gerade noch etwas bitten und hat hier noch keine eindeutige Tendenz. Von dem her wäre das aus meiner Sicht auch zum Silber das charttechnische Resümee, kurzfristig abwarten, perspektivisch natürlich mit viel Potenzial versehen. Ja, Carsten, damit wäre ich auch mit meinem Latein am Ende, was die Technik betrifft. Hast du noch Anmerkungen zu den beiden Währungspaaren oder hast du schon allumfassend alles von dir gegeben? Ich glaube, die wesentlichen Punkte haben wir genannt. Vielleicht ganz generell kann man sagen, wir hatten das Argument ja schon erörtert. Es hat eigentlich in der Vergangenheit
Konnte man vielleicht eher nochmal auf eine Beimischung von Gold und Silber in einem Depot verzichten oder man hatte einen guten Grund dazu, weil das Argument eigentlich immer war, es wirft keine Erträge ab, also keine laufenden Erträge, weder Zins noch Dividende. Und da muss man sagen, da sind wir natürlich seit einigen Jahren einfach strukturell in einem völlig anderen Umfeld. Heutzutage kann man eigentlich sagen, wenn ich Gold oder Silber im Depot habe, dann habe ich zumindest auch keine Negativzinsen, die ich in Kauf nehmen muss. Also insofern, ich denke, langfristig als Portfoliobaustein, genau wie du das gesagt hast, eine absolut sinnvolle Maßnahme. Ja, wunderbar. Dann sind wir uns ja einig. Es kommt ja auch oft vor, dass wir beide uns einig sind. Ein kleiner Hinweis noch an Sie, an den Bildschirmen. In eigener Sache hier, was Carsten Mumm und ich natürlich erläutert haben, ist ein Blick in die Märkte, ist ein Blick in die Rohstoffmärkte, in Gold und Silber. Dieses Video ersetzt natürlich eine individuelle Anlageberatung nicht und kann es auch nicht ersetzen. Wenn Sie da wirklich spezielle Fragen haben, was Sie persönlich für Ihr Depot betrifft oder für Ihren persönlichen Aspekt, wenden Sie sich vertrauensvoll an die Kollegen bei Donner und Reuschel aus dem Private Banking, aus dem institutionellen Bereich. Da sind Sie bestens aufgehoben, da werden Sie bestens beraten. Ich hoffe, Carsten Mumm und ich, wir konnten Ihnen einen kleinen Einblick geben in dieses, ja, in dieses aktuelle Geschehen, was Gold und Silber betrifft. Jetzt müsste ich auch wieder auf dem Bildschirm sein. Ich danke Ihnen auch im Namen von Carsten für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, ich denke Carsten auch, er nickt, auf das nächste Mal. Und ja, Ihnen schon mal ein schönes Wochenende. Alles Gute, vielen Dank fürs Zusehen und fürs Zuhören und bis dann. In Bayern sagt man Servus, in Hamburg sagt man Ciao. Tschüss. Bis dann. Tschüss.